Welche Möbelhäuser kennen Sie in Hamburg und Umgebung? Möbel Kramer haben wir halt schon gekauft, dann Schulenburg. Möbelkraft, IKEA, Divi Möbel, da gibt es noch dieses Skonto. Das war's erstmal. Möbel Karstadt kenne ich und Umgebung Möbelkraft und IKEA natürlich. IKEA, Möbelkraft, Sachsenwald. Das erste, was mir einfällt, ist leider IKEA. Oh je, da fällt mir natürlich als erstes erstmal wieder IKEA ein. Dann Schulenburg. Habitat, Wäscherei, IKEA. Die Wäscherei, IKEA, Bornhold, Richter, dann Kraft, Dodenhof. Möbel Schulenburg, dann gibt es, okay, es gibt noch ein zweites riesiges Möbelhaus, ich weiß nicht, wie es heißt, gibt es noch in Bremen? Wie heißt es? Kraft kennen wir. Und Schulenburg, Klassik. Ja, Klassik. Richter. Richtig. Dodenhof. Ja. IKEA natürlich, dann gibt es hier Schulenburg, Möbelkraft, Dodenhof, das ist alles in der Umgebung. Unger gibt es hier irgendwie. Das wäre Möbelkraft, IKEA, Schulenburg. Oh, den habe ich vergessen. Ah, ja. Dodenhof war ich auch. Wo kaufen Sie persönlich Möbel ein? In letzter Zeit eigentlich bei diesen Skonto haben wir was gekauft und bei Divi Möbel. In der Wäscherei, bei IKEA. Kraft. Dodenhof. In Eppendorf oder so kleine Läden, extra oder ja. Also bei IKEA sind wir oft oder halt in diesen kleinen Läden. IKEA. Warum? IKEA. Ja, in solchen Läden wie Schulenburg oder auch Kraft oder irgendwie sowas. Also wir haben im Möbelhaus Karstadt eingekauft. Bei IKEA. IKEA oder im Antiquitätenladen, also so alte Möbel halt auch. Firma Möbelkraft. Also Kraft auf jeden Fall, IKEA auch. IKEA, Habitat. Habitat, ja, bei denen. IKEA, Möbelkraft. Wenn, dann eher bei IKEA. Bei Schulenburg. Bei 2C Möbel, Möbelkramer und IKEA. Bei IKEA oder wir bauen auch welche selbst. Darf ich fragen, warum gerade dort? Also IKEA finde ich gut, weil wir eben dieses Regalsystem haben und da immer was dazu kaufen können. Warum bei IKEA? Ja, weil sie günstig sind und ganz nette Sachen haben. Nicht besonders toll, aber ganz gut so. Ein moderneres Haus, dagegen hat Kraft zu plüscherne alte Sachen. Bodenhof hat eben Stiel und man hat alles in einem Haus. Bei IKEA eigentlich teilweise ganz schöne Stücke gibt, die preislich und qualitativ dann auch passen. Das ist am einfachsten. Es gibt einen Katalog, den ich mir zu Hause schon ansehen kann und dann stelle ich mir da die Sachen zusammen, die ich haben will. Einfach, weil der Service gut ist. Worauf achten Sie beim Möbelkauf besonders? Design, Preis, Bequemlichkeit? Ja, das ist eine reine Bauchgeschichte. Ich denke mal, das ist nur Look and Feel. Nur Look and Feel. Dass es praktisch ist, dass man es alleine zusammenbauen kann. Ja, und natürlich der Preis. Qualität. Moderner Stil. Dass es modern ist. Ich würde sagen, dass sie stabil sind und preiswert und vernünftig aussehen. Preis und Qualität und Funktionalität. Eigentlich auf die Qualität und den Preis. Also, dass sie aus Holz sind, schwer sind und schick aussehen. Die müssen Charakter haben, die Dinger, das ist alles. Dass Preis und Qualität halt übereinstimmen. Ja, auf den Preis, auf die Qualität. Auf Qualität, auf Design, auf Preis. Ja, auf den Stil schon, also es mir gefällt. Auf Qualität, auf Sachen, die ein bisschen exklusiv sind, aber runtergesetzt. Auf das Design, also dass es ein schönes Design ist, dass es reduziert ist, weil es jetzt momentan auch Mode ist und es gefällt mir auch. Dass das Design stimmt. Darauf, dass es zu dem passt, was ich schon habe und darauf, dass es mir gefällt. Den Preis und die Möglichkeit, schnell ranzukommen. Aufs gute Aussehen, auf den Preis, ja, und auf den Service, der für mich ganz wichtig ist. Auf Qualität. In erster Linie auf das Design und dann auch noch auf die Funktionalität. Was glauben Sie, wer Möbel besonders günstig anbietet? IKEA.
Also nicht IKEA. Ja, würde ich auch sagen IKEA. Fällt mir nichts anderes ein. Naja, die großen, ne? Zum Beispiel IKEA. Ich glaube, dass alle Häuser irgendwo immer was Günstiges haben. Ich würde sagen, sowas wie Divi-Möbel oder Roller oder sowas. Wer die besonders günstig anbietet, würde ich mal sagen, diese Schnäppchenmärkte, diese Rolls raus oder wie die heißen. Ja, kann ich eigentlich nur sagen, IKEA. IKEA? IKEA, absolut. Ja, es ist schon IKEA. Oder manchmal vielleicht auch in Baumärkten, so Obi oder so. Ich glaube, die haben auch teilweise dann gute Domäne. Angebote. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Habe ich mich auch noch nie drum gekümmert. IKEA, auf jeden Fall. Natürlich IKEA, das ist klar. IKEA. IKEA? IKEA. Wahrscheinlich Kraft in Segeberg. Waren Sie schon mal bei Dodenhof in Kaltenkirchen? Ja, von vor ewigen Zeiten, aber das war mir viel zu groß. Dodenhof, nee, war ich noch nicht, weil es so weit weg ist, aber der Name sagt mir was. Ja, Dodenhof kenne ich auch, wenn Sie es so sagen, ja. Meine Mutter hat da früher Möbel gekauft. Leider noch nicht, aber da will ich immer hin, weil die immer so viel Reklame machen. Einfach nur mal gucken, was die da so haben. Und hat mir aber nicht so zugesagt. Ach, stimmt, ja, da war ich schon mal. Nee, aber ich kenne Dodenhof. Woher? Vom Namen her. Ja, das ist sehr schön, aber ich war da noch nicht. Ja, war ich schon. Kenne ich vom Namen, ja. Jetzt, wo Sie sagen, kenne ich Dodenhof und ich war sogar auch einmal dort, ist mir eben gar nicht eingefallen. Ich kenne es von der Werbung her, ja. Welchen Eindruck hatten Sie von den dort gebotenen Leistungen? Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Es ist sehr entspanntes Einkaufen da, also nicht so stressig wie Schulenburg beispielsweise, da mache ich gar nicht gerne hin. Immer was gefunden. Ja, Möbelhaus, ne? Das ist ein Möbelhaus, da gehst du rein und ich muss mal überlegen, wie war das damals? Oh, das ging nur um eine Küche. Eine gute Beratung war das. Ja, das ist so ein Mittelding. Also ich würde sagen, die Qualität bei Dodenhof ist nicht ganz so gut wie die Qualität bei Möbelkraft, aber sie ist besser als bei IKEA. Das Prospekt ist immer ganz toll. Möchte ich immer hinfahren, aber habe ich noch nicht geschafft. Hat es nicht, also uns persönlich nicht gefallen, weil es einfach zu durcheinander war. Es war nicht sortiert, nicht geordnet. Ich fand es interessant. Also Leistung habe ich nicht so in Anspruch genommen. Bin halt rumgegangen, war ja überrascht, was die alles haben. Mit dem Angebot war ich zufrieden, aber nicht mit dem Service. Und den finde ich immer ganz besonders wichtig. Bin aber nicht überzeugt gewesen von Domo. Gar kein Eindruck, also weil das habe ich nur vorhin habe ich im Prospekt gesehen. Deswegen kam ich jetzt auf Dodenhof zum Beispiel. Also in Posthausen nicht von der Beratung her, aber dann in Kaltenkirchen war es besser. Hat mir im Prinzip gut gefallen. Ich habe da zwar nichts gekauft, aber das war sehr großzügig auf mehreren Etagen. Ja, warum hat mich das nicht angesprochen? Weil ich vielleicht das Gefühl hatte, das ist für eine andere Altersgruppe konzipiert. Würden Sie Dodenhof weiterempfehlen? Ja, ich kenne viele, die da auch einkaufen gehen. Ich glaube nicht, weil sonst wäre ich da wieder hingefahren. Ja, aber der ist so bekannt, wissen Sie, da braucht man den gar nicht mehr weiter zu empfehlen. Ich weiß nicht, ob empfehlen. Ich bin selber enttäuscht davon. Aber. Ja, natürlich, warum nicht? Wer okay. Da gerne hinfahren möchte. Ich glaube, wer was erreichen will, ist da besser aufgehoben als bei IKEA. Das ist tatsächlich wahr. Ist Ihnen schon mal Werbung von Dodenhof aufgefallen? Ja, Flugblätter in den Zeitungen. Ja, also ich habe irgendwie schon mal was ins Haus gekriegt. Ja, der große Pylon, der da an der Autobahn steht. Ja, also von so einem Prospekt, so Beilageprospekt. Speziell jetzt nicht, aber ich bin sicher, Sie machen welche. Ja, Zeitungswerbung. Da sind aber ja auch mal so Beipackzettel in den Zeitungen. Etwas länger her. Und da, wir waren bei Dodenhof, haben uns Möbel angesehen. Und mir mal streckt mir einer seine Hand entgegen und sagt, Dodenhof. Und da wollte ich erst sagen, ich bin der Kaiser von China. Können Sie kurz